Hallo Freunde des Software Entertainments, mein Name ist Roland von Never Code Alone und ich habe, glaube ich, heute einen ersten Issue in Rector PHP gefunden, den reported, da ich ja ein Unused Variable Statement finden wollte und das zeige ich euch auf jeden Fall alles nach dem Intro. Viel Spaß! Unglaublich übrigens auch, dass ihr das Websprinter Intro-Video diese Woche über 900 Mal geklickt habt. Das ist wirklich toll. Ich verlinke das nochmal hier. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer automatisierten Detection für Unused Code für meine CI-Pipeline von dem Waterpolo-Projekt. Im letzten Video hatte ich ja darauf hingewiesen, dass ich dieses Issue halt habe und das gerne beheben würde. Es gibt mehrere Tools, um Bugs in Applikationen zu finden. Das hier ist eine PHP-Unit-Reihe. Aber natürlich ist auch anschließend daran statische Code-Analyse sehr nah. In dem aktuellen Projekt benutzen wir ja auf jeden Fall PHP Sten und jetzt neuerdings auch Reactor PHP. Damit wurde ja auf der IPC das Update auf PHP 8 durchgeführt und das hat wunderbar geklappt und ist wirklich richtig toll. In der Reactor Rules Overview MD habe ich hier eine genau passende Methode gefunden oder beziehungsweise ein Ruleset gefunden, das Remove Unused Variable Assign Reactor. Wir haben ja hier unsere GetItems-Methode und in der GetItems-Methode am Anfang einen Special Case, weil für die deutsche Wasserballliga.de die News direkt von der Seite gegrabt werden und nicht aus einer Sitemap von WordPress ausgelesen werden können. Und hier haben wir das entsprechende If-Statement und hier ein entsprechendes Else-Statement. Und dieses Else-Statement geht jetzt entsprechend bis hier zur Zeile 97. Und die Zuweisung der All News, dass All News mit News erweitert wird, ist hier aber in 92 und wird deshalb nicht erreicht. Das ist natürlich fatal, weil damit die Wasserball-News leer sind. Diesen Fehler möchte ich natürlich vermeiden und auch, dass der in Zukunft nicht mehr vorkommt. Es ist natürlich ein Flüchtigkeitsfehler. Man sieht das hier auch, dass es ausgegraut ist, aber wie die Arbeit eben halt so ist, passiert eben halt auch mal schnell, schnell und dann hat man eben halt so eine News in All News umbenannt, nicht alle Stellen gefunden, ist hier nicht so sorgfältig vorgegangen und daher habe ich eben halt aktuell einen Fehler. Und den möchte ich natürlich in meiner Pipeline halt finden. Wenn ich jetzt allerdings Rector PHP ausführe mit einem Dry Run, wird hier kein Fehler gefunden. Rector ist dann, alles ist in Ordnung. Wenn ich hier jetzt in Zeile 45 einfach eine neue Variable testify hinzufüge, und Rector PHP noch einmal ausführe, dann wird die auf jeden Fall gefunden. Das ist auch das Ergebnis, was ich eben halt hier bei den News in der anderen Zeile erwarte. Deshalb war ich jetzt so frei, ein Issue bei Rector PHP aufzumachen. Und habe das hier vor ein paar Minuten angelegt und einen Bug-Report gemacht, dass ich in der Version 0.11.60 eine Unused Variable finden möchte, dass das eben halt hier entsprechend auch auf meinem GitHub-Projekt verlinkt ist, damit man sich das halt auch anschauen kann. Hier haben wir genau den Use Case mit der Zeile 53, wo eben halt die Variable ist, die dann später nicht mehr verwendet wird. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass die eben halt markiert werden soll oder gefunden werden soll und dass ich auch sehr gerne hier mitwirken möchte. Und vielleicht können wir ja gemeinsam etwas machen oder vielleicht hat jemand von euch auch Zugang zu Reactor PHP und kann mir dabei helfen, dieses Issue halt zu beheben. Das können wir gerne live hier machen. Das würde mich halt total freuen, weil wir damit eben halt auch anderen Leuten sagen, wie man etwas macht, wie man mit dem System umgeht, wie wir dort helfen können und uns einbringen können zum Contributing. Und ansonsten werde ich euch hier auf dem Kanal auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie die Geschichte weitergegangen ist. Von daher folgt dem Kanal und gebt der Sache bitte ein Like. Das war es erstmal von hier. Am kommenden Donnerstag schauen wir uns hier in einem
NCA Audit, eine ganz spektakuläre Typo-3-Installation von Jochen Weiland mit Jochen Weiland persönlich an. Unsere Experten für Barrierefreiheit, Content Marketing, Datenschutz und Design haben sich wieder auf die Suche nach konstruktivem Feedback gemacht und wir werden drei schnelle Feedbackrunden spielen und hier entsprechend sagen, was man an diesem Webdesign noch besser machen kann. Insgesamt ist es ein spektakuläres Projekt mit tausenden von Seiten und vielen Redakteuren. Es ist wirklich eine der größten Internetseiten, die ich je in meinem Leben irgendwo gesehen habe. Und von daher ist es eben halt spannend, da dieses Projekt auch schon seit Jahren von Jochen Weiland erfolgreich betreut wird und hier auch über alle Typo-3-Versionen gewachsen ist und jetzt eben halt auf die aktuellste Version gehoben wurde. Habt einen guten Start in die Woche, bleibt grün und habt viel Spaß. Dankeschön.